Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Mein Name ist Paulina und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute ein Q&A für euch. Ich habe euch auf Instagram die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen. Es sind noch einige eingetrudelt, deswegen habe ich gedacht, ich mache dazu ein Video. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich habe meine Fragen natürlich auf meinem Handy, deswegen nicht wundern, dass ich da jetzt drauf gucke. Die erste Frage ist, wie geht es dir aktuell? Miss you too. Ja, mir geht es eigentlich aktuell ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit der Art und Weise, wie man im Online-Semester lernt, eigentlich ganz gut zurechtkomme. Darauf werde ich aber nachher nochmal eingehen, weil dazu kam nochmal eine Frage. Ich vermisse meine Freunde und ich vermisse es, aktiver sozusagen zu sein, im Sinne von rauszugehen, essen zu gehen und sowas. Aber ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Aber an sich würde ich schon sagen, dass es mir aktuell gut geht. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was willst du nach deinem Studium machen? Also, ich muss ehrlich sagen, darüber habe ich mir natürlich schon oft Gedanken gemacht. Meine Gedanken ändern sich dahingehend aber so oft. Also nach meinem Bachelor würde ich sehr, sehr gerne einen Master machen. Einfach weil ich der Meinung bin, dass das mit Vivi nützlicher wäre, wenn ich noch einen Master hätte, mich mehr spezialisiert habe. Ich weiß aber eigentlich so nicht genau, ob ich direkt einen Master machen wollen würde oder ob ich erstmal reisen gehen wollen würde, weil ich auf jeden Fall nach meinem Studium, entweder vor oder nach dem Master, nochmal reisen gehen möchte. Also wirklich nochmal meine Sachen packen, für mehrere Monate durch irgendeinen Teil der Erde reisen. Das möchte ich unbedingt nochmal machen. Wie gesagt, ob das jetzt vor oder nach dem Master ist, weiß ich noch nicht genau. Wenn man die Frage jetzt aber auf so nach dem Studium wirklich bezieht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe natürlich ultra viele Ideen. Ich bin jemand, der irgendwie alles gerne machen möchte und deswegen immer so ganz, ganz viele Ideen hat und ganz, ganz viele Sachen sich vorstellen kann auch. Aber so wirklich, wirklich weiß ich es noch nicht. Und ich bin um ehrlich zu sein noch sehr beruhigt darüber, dass ich ja wirklich noch ungefähr 1,5 Jahre bis zum Bachelor habe und dann noch ein bisschen Zeit habe, um mir das Ganze zu überlegen. Es sind recht viele Studiumfragen dabei, deswegen, falls euch die nicht interessieren, wischt einfach so ein bisschen weiter vor. Erstmal jetzt noch eine Frage für alle, die nicht wissen, was ich studiere. Ich habe nämlich die Frage bekommen, was studierst du? Ich studiere Wirtschaftswissenschaften an der JGU in Mainz. Und ja, also es ist halt eigentlich sozusagen BWL und VWL zusammen. Also beide Wirtschaftswissenschaften zusammen. Yay. Dann kommt nämlich auch passend dazu die nächste Frage. Weißt du schon, in welche Richtung du mit deinem Vivi-Studium gehen willst? Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück. Also bei uns ist es so, dass wir ja 2 Jahre Grundstudium haben und dann halt eben noch so eine, also so ungefähr ein Jahr oder halt der Rest der Module, den kann man sich so frei auswählen aus verschiedenen Teilbereichen. Einmal so eher die BWL-Richtung, einmal so eher die Finanzrichtung, einmal eher die VWL-Richtung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gemerkt habe, dass VWL mir einfach keinen Spaß macht. Es liegt gar nicht so unbedingt daran, dass ich nicht so krass gute Noten in dem Fach habe, sondern einfach auch, oder in dem Bereich, es macht mir einfach nicht so einen Spaß und ich denke nicht, ich sitze da nicht hin und denke, oh mein Gott, voll hilfreich, sondern ich denke mir so, oh mein Gott, nicht meins. Deswegen weiß ich auf jeden Fall, dass ich ganz, ganz gerne in die BWL-Richtung gehen würde, sehr gerne in Richtung Management oder Marketing. Oder auch Entrepreneurship, das ist auch was, in welche Richtung man so ungefähr bei uns gehen kann. Also ich bin mir natürlich noch nicht so 100% sicher, aber ich will auf jeden Fall eher in die BWL-Richtung. So, ich würde sagen, wir machen jetzt ganz kurz noch die Studiumfragen fertig und dann geht's weiter. Wie läuft dein Online-Semester, beziehungsweise wie geht es dir mit dem Online-Semester? Also ich muss schon sagen, dass ich die Art und Weise, so zu lernen, eigentlich total toll finde. Ich finde es extrem entspannt, mir wirklich, wirklich alles einteilen zu können. Ich bin dieses Jahr noch freier im Online-Studium als letztes Jahr, weil ich wirklich nur 2 feste Termine habe und die muss ich theoretisch auch nicht besuchen, weil es halt Übungen sind. Aber ansonsten, beziehungsweise ich habe, glaube ich, sowieso nur noch 1 davon. Aber auf jeden Fall bin ich halt dahingehend so extrem frei. Das heißt, ich kann mir wirklich komplett frei aussuchen, wann ich mir was anhöre, wann ich welche Übungen besuche und so. Und das gefällt mir extrem, weil ich das halt einfach so auch viel besser mit der Arbeit und halt auch mit YouTube zusammen jonglieren kann. Und das muss ich schon sagen, finde ich sehr, sehr angenehm.
Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich unglaublich, wenn ich meine Freunde wiedersehen kann, weil für mich beim Studium einfach ein großer Teil ist, dass du eben zusammen mit deinen Freunden in der Vorlesung sitzt und redest und ja, dich dann halt mit deinem, also es hat ja viel mit Gesellschaft, finde ich, auch zu tun und die fehlt mir extrem. Ich finde es total schade, dass man halt die Zeit einfach mit seinen Freunden nicht so wirklich verbringen kann und wenn, dann sieht man sich über FaceTime. So, das finde ich extrem schade. Deswegen, ja, ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Online-Semester und mir macht es auch Spaß und ich finde es auch cool, aber dennoch fehlt mir meine Freunde, die Präsenzzeit und halt auch einfach dieser Ortwechsel. Also nicht nur, dass ich jetzt auch wieder zu Hause bin, sondern auch dieses, man geht zu einer Vorlesung, man fährt dahin, dann, keine Ahnung, holt man sich noch was beim Bäcker oder sowas. Du änderst halt immer deinen Ort, dann gehst du vielleicht nochmal nach Hause und dann gehst du wieder zum Tutorium und so. Du bist halt viel, ja, du hast viel mehr so andere Sachen und das fällt mir total, weil ich halt hier wirklich ganz viel an diesem Platz hier sitze, auf diesem Stuhl hier sitze. Genau, aber an sich bin ich eigentlich ganz zufrieden und kann mich nicht so wirklich beschweren. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie alt bist du und wie hast du mit Insta angefangen? Erstmal, ich bin 20 Jahre alt. Ich werde nächstes Jahr 21, also in gar nicht mehr so vielen Monaten. Ich finde es so krass, wie schnell dieses Jahr einfach vorbeigegangen ist. Aber aktuell bin ich 20 Jahre alt. Und wie ich mit Insta angefangen habe, ich weiß nicht. Also das kam eher so schleichend und mir macht es halt total viel Spaß, mein Leben zu teilen, weil sonst hätte ich auch nicht mit YouTube angefangen. Und dann hat sich das halt irgendwie so ein bisschen mehr eingebürgert, dass ich eben auch aktiver auf Instagram bin, da in den Stories rede, euch mitnehme und Bilder poste. Und ich muss auch ehrlich sagen, es hat mich total viel Überwindung gekostet. Aber jetzt macht es mir Spaß und irgendwie so habe ich angefangen, keine Ahnung. Also genau. War es schwer, mit YouTube anzufangen? Ja. Also für mich war es extrem schwer. Ich wollte tatsächlich YouTube machen, seit ich so ungefähr 14 Jahre alt war. Und am Anfang haben es mir meine Eltern nicht erlaubt. Und irgendwann war ich dann halt so besorgt darüber, was andere denken könnten. Ich bin nämlich auf ein Gymnasium in einem Dorf gegangen und da wird halt viel getratscht. Und wir hatten zwar auch irgendwie eine coole Gemeinschaft, aber irgendwo war es halt auch immer sehr, sehr viel Getratsche und ich möchte mich da gar nicht so krass rausnehmen, aber es war halt einfach schwer und ich hatte dann so extreme Angst darüber, was andere Leute denken könnten, was andere Leute meinen könnten, ob sie mich auslachen und sowas, dass ich halt einfach so Angst hatte, damit anzufangen und dann tatsächlich auch erst nach meinem Abitur angefangen habe und selbst da habe ich wirklich einige Arschtritte für gebraucht und dann habe ich ja auch eine Zeit lang gar nichts mehr hochgeladen, also es war wirklich so, ich habe dann 2-3 Videos hochgeladen und dann war es das wieder. Und dann habe ich ja erst wieder wirklich was hochgeladen, als ich dann in Portugal war. Und so wirklich angefangen hat, das finde ich persönlich, als ich durch Asien gegangen bin, weil es für mich da einfach einfacher war, von diesem Gedanken, was denken andere über mich, wegzukommen, weil ich halt einfach nicht mehr zu Hause war und wo ganz anders war. Ich muss aber auch wirklich sagen, dass mich keiner, wirklich gar keiner, irgendwie böse oder ja gemein auf YouTube angesprochen hat. Und ich da auch so persönlich gar keine negativen Referenzen zu bekommen habe, sondern eher, dass Leute mir sagen, wie cool sie es finden und sowas. Und da bin ich immer so glücklich drüber. Das kann sich keiner vorstellen. Auch so von Leuten, mit denen ich eigentlich gar nicht wirklich was zu tun habe. Deswegen, falls jemand da draußen überlegt, mit YouTube anzufangen, just do it. So, ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Mir persönlich macht es unglaublich Spaß und es ist einfach zu 99% der Zeit wirklich sowas von egal, was andere darüber denken. Was hörst du aktuell so? Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Musik oder auf Podcast bezogen ist, aber ich beantworte es einfach zu beidem. Also Musik höre ich aktuell sehr, sehr gerne von Sam Smith, das neue Album, von Ariana Grande, von Mac Miller höre ich die Alben unglaublich gerne, also fast immer eigentlich total gerne. Und ansonsten höre ich gerade aktuell auch wieder Billie Eilish, die hat ja auch ein neues Lied rausgebracht, was ich sehr cool finde. Und ich glaube, das war es so an Musik, die ich aktuell höre. Ich höre dann manchmal auch noch eher so ich glaube, Indie-mäßig. Ich bin mir gar nicht sicher, was so Musikgenres angeht, da bin ich so ganz, ganz unwissend. Aber in die Richtung höre ich auch total gerne Sachen. Und bei Podcasts, da werde ich es euch einfach mal kurz vorlesen, was bei mir eigentlich immer gedownloadet wird, ist einmal Gemischtes Hack. Ich liebe Gemischtes Hack. Mordlust. Ich liebe Mordlust.
viel zu sehr, dass meine Freunde schon sehr, sehr genervt von mir sind, weil ich ständig über diesen Podcast rede. Aktuell habe ich jetzt mit Your Mind is Not Your Feind angefangen von Aliana Sophie. Finde ich sehr, sehr gut, also interessiert mich mega. Weitere Podcasts, die ich auch sehr gerne höre, sind zum Beispiel von Hannah Marie, der Podcast. Der ist einfach Hannah Marie. Sie hat eine unglaublich schöne Stimme. Unglaublich schön. Dann Kaffee mit Schuss von Emma Louise und Growing Up is Hard von Hannah, also White Tulips und Luisa Smiling, falls ihr die von Instagram kennt. Und weitere Podcasts, durch die ich mich gerade so ein bisschen durchhöre, weil ich halt immer auf der Suche nach neuen bin, also falls ihr Tipps habt, gerne auch unten drin schreiben, ist von Laura Marlina Seiler, Happy Holy Confident. Dann von Gary Vee, der Gary Vee Audience Experience oder sowas. Und The Social Bamboo Podcast und Business Punk höre ich aktuell auch noch sehr gerne. Also das sind eher so Weiterbildungspodcasts, die ich aber total gerne aktuell mag. Und mich stört es gerade, wie viel ich auf mein Handy gucke. Das mag ich nicht beim Videodreh. Aber muss jetzt leider sein. Dann kommen wir zu einer weiteren Frage. Wann willst du heiraten? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich habe früher immer gedacht, dass ich früh heiraten möchte, früh Kinder bekommen möchte, aber das sind alles gar keine Sachen mehr, die ich möchte. Also ich möchte erstmal mein Leben noch so ein bisschen so unverheiratet verbringen. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht in 10 Jahren oder so. Ich weiß es nicht. Dann passend dazu, willst du Kinder? Ja, tatsächlich mal, irgendwann. Aber aktuell ist es auch nicht auf meiner To-Do-Liste. Ich bin gerade mal 20 Jahre alt und ich finde das irgendwie verdammt jung. Auch wenn natürlich manche mit 20 schon sehr, sehr erfüllt sind, damit geheiratet zu haben und Kinder zu haben, ist es kein Lebensweg, den ich gerne gehe. Was nicht heißt, dass es für jemand anderen total schön ist, was mich dann ja auch freut. Aber für mich, Kinder heiraten, das ist noch in sehr, sehr ferner Zukunft tatsächlich. Aber ja, ich möchte Kinder, irgendwann mal. Dann kommen wir auf, glaube ich, einfach mal zur letzten Frage für dieses Video. Und zwar, bist du aktuell glücklich? Das geht so ein bisschen mit dem einher von der ersten Frage. Aber ja, ich bin aktuell sehr, sehr glücklich. Ich bin sehr dankbar für mein Leben und alles. Auch für jeden einzelnen YouTube-Abonnenten, Instagram-Abonnenten. Da bin ich jedes Mal sehr, sehr glücklich drüber. Und auch generell, wie mein Leben gerade ist, mit Sport, ja, mit der Uni und allem. Ich vermisse meine Freunde ein wenig, sehr sogar, aber auch da bin ich mir sicher, dass ich die alle wieder bald sehen kann. Deswegen bin ich aktuell sehr glücklich und ich hoffe, ihr seid es auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich auch kostenlos. Und falls ihr mir gerne auch mal Fragen stellt, ihr könnt mir natürlich auch so immer Fragen stellen, also müsst nicht auf ein Q&A warten oder sowas. Und auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Q&A dabei sein wollt, geht auf mein Instagram, da mache ich dann immer die Fragesticker und keine Angst, ihr werdet nicht mit Namen erwähnt oder sowas. Genau, deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann!